Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 3, Drake's Deception. Wir sind auf dem untergehenden Piratenschiff. Es wird gerade spannend und ja, mal gucken, wo ich hin muss. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung und die Kameraführung macht mir gerade wirklich nicht einfacher. Okay. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, leck mich am Arsch. Komm schon, mach das Ding weg. Mach das Ding weg, mein Freund. Und an die frische Luft. Wie ich das hasse, dass es immer irgendwo so eine Schwimmstelle gibt. Okay, das war richtig. Ah, das schaffe ich auf keinen Fall mehr. Oh, war das knapp, Leute. War das knapp. Die Rettungsweste solltest du vielleicht mitnehmen. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon. Ey, gar nicht gut, Leute. Gar nicht gut. Und das Problem ist halt, ich kann halt die Kamera null steuern. Ey, in was für eine Scheiße Nate sich da schon wieder rein manövriert hat. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wo ist oben? Ja, das ist jetzt hier gerade die große Frage. So. Ich habe einen Schatz. Wow, ich stehe mit dem Fuß im Klo. Silberner Rokoku-Serviettenring. Aha, okay. Das Schiff geht unter mir unter und ich habe noch Zeit für... Noch Zeit für Schätze. Was ist denn der richtige Weg? Also da lang ist wohl richtig. Aber eher schwingen, oder? Ja, der Hoch ist nicht richtig. Hä? Ich bin gerade hart verwirrt, Leute. Okay. Ach, wir sind wieder im Tunnel. Oh mein Gott, das schaut gar nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus. Und die Hälfte der Rettungskapsel hatten wir schon verloren, als wir überhaupt noch gar nicht in Seenot waren. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Da unten liegt voll die Munition. Und rüber mit uns. Okay. Los geht's. Das gut ist. Ach, Mist. Das ist nicht gut. Mist, nein, nein, nein! Das ist gar nicht gut. Fuck, Leute. Ey, das Level-Design ist aber so geil. Schlimmer geht's wohl nicht. Oh. Nein! Ah! Doch, schlimmer geht. Geht doch. Wo muss ich denn hin? Ich habe gerade keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Nee, ernsthaft, wo muss ich hin? Okay, das ist...
Au. Alter Schwede. Ey, mehr Glück als Verstand, der Kerl. Sieh mal an. Wirklich mehr Glück als Verstand. Lass mal durchladen. Okay, hier lang geht's nicht. Aber das schaut schon spektakulär aus. Ich glaube, wir sinken ganz schön. Lies mich raus aus diesem Aquarium. Du sagst es, mein Freund. Kermut! Lars! Ernsthaft? Fahr zur Hölle, Habibi! Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut, ich komme mir vor wie auf der Titanic. Ey Leute, gar nicht gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, auch hier? Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Aber wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst.
Tut mir leid. Ich weiß. Da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Elena ist einfach zu geil, Leute. Die ist einfach zu geil. Die hat ja Sully wirklich auf eigene Faust gerettet. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Ja, ich schau mich nur ganz kurz um. Heb mal mit. Ja, ja, mach ich gleich. Aber meistens gibt es ja an solchen Stellen was. Das sagt mir mein Urinstand. Okay, mein Urinstand hat mich dieses Mal verlassen. Okay, da runter. Hast du's? Mhm. Das könnt ihr doch niemals selber halten. Okay. Aber die Schweine haben Sully und 2 Tage Vorsprung. Das ist nicht gut, Leute. Okay, jetzt kann ich. Ich dachte, ich hätte gerade einen Wimmern gehört. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. Ah, falsches Spiel. Hier kann ich nichts looten. Okay, wir müssen rüber. So, einmal Jump. Ah, das auf dem Schiff, das war jetzt echt. So viel zu leise sein. Bist du okay? Ja. Ja, fantastisch. Vielleicht können wir durchs Fenster raus. Vielleicht hätte das echt Elena allein machen sollen. Das hätte Elena definitiv allein machen sollen. Weil die ist irgendwie leiser als ich. Ey, keine Schätze. Vorher wurde ich damit überhäuft und jetzt keine. Wenn wir den Gang rausnehmen, können wir es bewegen. Ich schiebe, du lenkst. Und das soll bis da oben zum Fenster gehen. Ja, nee, ist klar. Und los geht's. Na, Lady? Ich will gar nicht wissen, wie scheiß schwer das Ding ist. Hat einer von euch schon mal ein Auto geschoben? Das ist gar nicht so einfach. Und dann in der Größe. Hast du geschafft. Mach weiter. Hast du mal nach Schlüsseln geguckt? Schieb weiter. Ja, ich tu doch schon. Du hältst es und ich steig aufs Dach. Los, los, es rollt weg. Ich kann es nicht mehr halten. Ja. Au. Das hat wehgetan. Ja, das glaube ich, dass das wehgetan hat. Okay, und wie kriegen wir jetzt Elena da raus? Ernst gemeinte Frage. Die Lady muss doch auch raus. Ha. Huh. Okay. Wahrscheinlich hier rüber. Wie kriegen wir die da jetzt raus? Was für ein Vogel. Ernsthaft, Elena muss doch auch noch... Ich öffne die Tür. Du hörst 2 Kerle. Okay, ich sehe einen. Einen habe ich gesehen. Aber wo ist der zweite? Ach, die sind direkt hintereinander. Ist da was? Ah!
So. Okay. Zwei sind down. Deine Schrotflinte nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Nee, ich hätte lieber... Ja, ich bin doch schon dabei. Stress nicht. Wo ist denn die Scheißtür? Ernsthaft, wo ist die Kacktür? Meint die das Rolltor? Die kann ja nur das Rolltor meinen, oder? Muss ich jetzt hier die Schlösser kaputt machen, oder? Ja. Danke. So, Schild, fest. Runter, runter, hinter dir! Okay. So. Eine Granate! Eine Granate! Wow, 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 wow! Wait! Das und, war's mit ihm! Und er steht, ist klar. Das Problem ist, wenn du in so einem Fistfight bist. Danke. Kommst du halt auch nicht so schnell raus. Shit, runter, runter, hinter dir! So, der ist down. Na komm. Ich habe nur noch zwei Schuss. Damit hat er jetzt, glaube ich, aber nicht gerechnet, dass ich jetzt hier rauskomme. Und dem eine aufs Maul geben. Ja, und du? Wunderbar. Ja, wunderbar. Gleiches Spiel? Ja, das könnte nochmal klappen. Lass mich aber erstmal hier ein bisschen aufheben. Nee, dann nehmen wir schon lieber die hier mit. Nee, dann nehmen wir die hier mit. Diesmal von der anderen Seite schieben, oder? Vermute ich. Jetzt einfach mal. Und wohin? Die Leiche unterm Auto. Unglaublich. Überhaupt nicht gewaltverherrlichend. Es rollt weg! Es rollt weg! Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ach. Halb so wild. Wo hat die sich denn jetzt versteckt? Ach komm, die machen wir jetzt weg. Down. Down. Irgendwo ist noch einer. So, mein Freund. Okay, ich komm zu dir. Scheiß Handgranaten, Leute. Ernsthaft. Hat der da oben noch irgendwie Munition? Brauchbare? Ja, hat er. Da war nur eine Schrottflinte. Eine Schrottflinte. Und auch nochmal Munition. Du hast nichts und keine Schätze hier, oder wie? Hier hoch. Ja, ja, hier hoch. Stress mal nicht. Nee, wirklich keine Schätze. Ja gut, dann gehen wir direkt weiter. Hm.
Stealth oder nicht Stealth? Wie sind das denn? Zu viel. Wir müssen einfach so leise wie möglich sein. So leise wie möglich. Ein Vogelring. So leise wie möglich, sagt er. Alter, wie lange zocke ich jetzt das Game schon? Du weißt, dass bei mir leise nicht drin ist. Wer ist da? Niemand. Was ist das? Ah, Mist. Wir wurden entdeckt. Und wir gar nicht. Nate. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt. Wir müssen die Kerle schnell ausschalten. Ja, machen wir doch. Wow, kommt auf einmal einer aus der Ecke raus. Ich glaube, ich spinne. So. Und. Alter Schwede. Granate! Hui. Ist einer hinter mir? Ja, ist. Und Elena hat immer noch ihre Stealth-Munition. Beeindruckend. Okay, der ist down. Aber fast keine Munition mehr, Leute. Okay, irgendeiner holzt hier gerade voll auf mich ein. Ey, das werden immer mehr. So. Oi, und da hinten sind schon wieder welche. Oh je. Yeah. Er ist da drin. Treib ihn. Tja. Das lief wohl nicht wie geplant, oder? Okay, der ist down. Jetzt habe ich nur noch die Sniper da oben. Down. Down. Ach komm schon. Fuck, Leute. Ey, fuck, Leute. Das ist, also das gefällt man an dem Teil überhaupt nicht. Es sind zu viele Gegner. Es sind eiskalt zu viele Gegner. Und sie halten zu viel aus. So. Down. Runter! Okay. Leck mich am Arsch. Boah. Hat's den erwischt? Jetzt auf jeden Fall. Den auch? Nein, nein, nein!
So. Ich habe halt keine Munition mehr, Leute. Nichts. Gar nichts. Und das sind zwei. Zwei, Gottverdammt. Und da oben ist der Sniper, der mich schon im Visier hat. So. Acht Schuss. Acht Schuss habe ich noch. So. Das Problem ist, mit einer Sniper brauche ich auf die nicht losgehen. So. So. Heftige Scheiße, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist gerade eine richtig, richtig heftige Scheiße. Haben wir es jetzt? Okay, folge mir. Also das war jetzt echt kranke, kranke Scheiße. So, ich gucke jetzt nur schnell, ob ich noch Munition finde. Wahrscheinlich brauche ich gar keine mehr. Aber wie gesagt, das gefällt mir an dem Part ein bisschen weniger. Hier ist... Also hier haben sie es mit Gegnern echt übertrieben, Leute. Aber so hart übertrieben, dass schon wieder nicht feierlich ist. Und keine Schätze. Aber an der Stelle machen wir jetzt auch tatsächlich einen Cut. Wir sind schon wieder voll in Überlänge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.